So, last but not least. Jetzt kommen die Christine Maurer. Die Christine Maurer kenne ich seit Ewigkeiten. Tja, wie lang ist diese Ewigkeit, Christine? Ausbildung Blended Learning. Oh, um Gottes Willen. Ewigkeiten. Das waren wilde Zeiten. 20 Jahre? Ja. Ja. Ich habe sie schätzen gelernt, ich habe sie respektieren gelernt. Und was ich an ihr so mag, ist, dass sie immer ihr Thema hat, auch bestimmte Dinge versucht hat, aber eben immer ihr Thema hat und sich dem treu geblieben ist, Christine. Und ich finde das irgendwie total cool. Und als ich sie angerufen habe und habe gesagt, du, wir machen da sowas Komisches, nennt sich Lean Around the Clock, ich musste ihr irgendwie gar nicht erklären. Ich bin dabei. Weißt du überhaupt, was wir machen? Ich bin dabei. Und wie gesagt, ne, sie hat mit Lean eigentlich so viel zu tun wie mit einer Kuh, wie eine Kuh zum Rückenschwimmen oder irgend sowas. Ja. Ich trinke noch nicht mal Kuhmilch. Okay. Und deswegen finde ich es so stark. Und ich finde es deswegen auch so stark, weil sie den Mut hat, sozusagen nach 12 Stunden hier den letzten Vortrag zu machen. Liebe Christine, deine Bühne. Okay, danke Ralf. Ich glaube, ich bin eine ziemliche Lerche und es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich so spät einen Vortrag mache. Aber ich habe mich bisher gut wachgehalten und ich glaube, das kriege ich auch jetzt gut hin. Lean, wie organisieren sich Chef und Assistentin? Der eine Part ist, ich bin mit dem Thema Lean nicht klassisch in der Produktion oder in irgendwelchen Prozessen unterwegs. Aber was ich spannend finde, ist, mir begegnen Leute mit Lean. Und die Zeit für Gute-Nacht-Geschichten ist nicht da, aber ich habe als erstes mal eine Geschichte mitgebracht. Ja? Stellen Sie sich doch einfach mal einen Werksleiter M vor, der in seiner Produktion im letzten Jahr ganz wundervoll Lean eingeführt hat. Dieser Werksleiter M hat eine Assistentin. Natürlich hat die in der Form von Chefentlastung das Ganze auch ein Stück mitverfolgt und die fand das völlig spannend. Ja? Also die hat Geschichten wie Kaizen auf Folien gesehen, hat Vorträge dazu vorbereitet für ihren Chef, für das Umfeld. Dann hat sie was von Lean gehört, irgendwie diese 5S-Methode. Und dann höre ich einfach mal mit dem Bullshit-Bingo wie auch immer auf. Ja? Und sie hat auch ein bisschen davon verstanden und hat sich dann ihre Zusammenarbeit mit dem Chef angeguckt und hat gesagt, das wäre was für uns. Sie geht her und sagt, okay, Chef, wir hatten jetzt ja Lean letztes Jahr in der Produktion, ich habe ein paar Ideen, lass uns doch mal zusammensitzen. Ich habe Vorschläge dazu. Es ist eine erfundene Geschichte, die gibt es nicht wirklich, aber angenommen, es gäbe so einen Chef und so eine Assistentin, was würde der Chef aus ihrer Sicht wahrscheinlich sagen? Begeisterung? Sowas wie, naja, lassen wir sie mal reden. Wir können ja gucken, wie es weitergeht. Na? Sie trifft sich mit ihm. Sie sagt, also ich habe da irgendwas über Mudas gehört, über Verschwendung. Ich kann dir einfach nur sagen, also so diese kurzfristigen Änderungen bei den Besprechungen, so kurz vorher, Leute zu, Leute absagen, Leute ein, Leute ausladen, also das müsste ja eigentlich viel besser gehen. Außerdem, wenn ich für dich Reisen organisiere, dann kommst du mit 3 Änderungen, kann man nicht einfach bei der ersten Version bleiben, ist oft auch kostengünstig besser. Sie kommt den nächsten Schritt und sagt, hör mal, weißt du, wenn du Präsentationen machst, dann gehst du die 5-mal durch und die 5. Variante ist eigentlich wie die erste. Können wir uns nicht die 4 zwischendrin schenken? Außerdem haben du und ich dann Zeit gespart und die Assistenten in deinem Umfeld auch. Und ja, sie sagt, also weißt du, für deinen Schreibtisch, ich habe in der Produktion gesehen, da gibt es so 5S, wo alles so einen festen Platz hat, das würde mir die Arbeit viel erleichtern und ich glaube dir auch. Weißt du, wir könnten ja auch mal so 5S machen, ja, deinen Arbeitsplatz säubern, feste Plätze finden, ja, du übst es dann und von Zeit zu Zeit gucken wir dann, was wir so an Optimierungsmöglichkeiten noch haben. Ich unterstütze dich gerne dabei. Und Selbstdisziplin ist ja auch toll, weil wenn du in der Produktion rumgehst, willst du das ja auch von deinen Produktionsleuten haben. Und dann gucken wir, dann haben wir hier ganz toll Lean zwischen uns und mit uns.
Der Chef sagte, also das geht ja gar nicht. Also Standardisierung in der Produktion sind ja ganz wundervoll, aber weißt du, ich bin nicht standardisierbar. Und außerdem, das ist ja nicht, dass ich fünfmal die Präsentation verändere, sondern das verändert sich in meinem Kopf fünfmal. Und weißt du, das mit den Besprechungen, dann wird uns halt klar, dass wir den Müller nicht mehr brauchen, aber den Meier. Und außerdem, also mit meinem Schreibtisch, ich bin doch sowieso so viel unterwegs, ich verbringe hier so wenig Zeit dran, ich habe ja gar keine Möglichkeit, hier feste Plätze zu haben. Ich als Coach sag, völlig normal. Ich arbeite seit über 20 Jahren als Trainerin, Beraterin, Coach. Seit vielen Jahren begleite ich Teams von Chef und Assistenz in ihrer Optimierung, ich könnte auch sagen Standardisierung. Und deshalb wage ich die Aussage, dass man im Prinzip Lean auf einer Metaebene machen kann. Aber die Chefs sind alle anders. Wer hat hier eine Assistentin im Raum? Vielleicht so einmal Hand hoch. Dann ist das ganz wundervoll für alle die, die irgendwann Assistentinnen kriegen, schon mal so ein bisschen, ihre Assistentin werden sie lieben, wenn sie ein bisschen was aus dem heutigen Vortrag für zukünftige Zusammenarbeiten mitnehmen. Ich habe hier ein bisschen was hingeschrieben, was ich mache. Ich bin so kein großer Selbstdarstellungsmufti. Das heißt, also so, ich denke, das reicht soweit. Die Grundaussage auf der Coach-Seite ist, standardisierbar sind Chefs nicht. Sie können sich selber überlegen, ob Sie gerne standardisierbar sein wollten. Die Assistentin als erfahrene Assistentin, die vielleicht schon 5 oder 8 Jahre arbeitet, die vielleicht schon 2 oder 3 Chefs hatte, die auch festgestellt hat, der eine ist der Outlook-Freak und macht mit seinen Terminen gar nichts und der andere sagt, Outlook, was ist denn das? Ja? Der eine geht her und sagt, also hör mal, weißt du, ich will morgens meine Mappe auf dem Schreibtisch vorfinden und dann weiß ich, wo ich hinzugehen habe und du hast alle Unterlagen da reingepackt. Und der nächste sagt, also so, hier ist eine Wiedervorlagemappe, die fühle ich dann und du holst mir dann entsprechendes raus und legst es mir auf den Tisch oder ich stelle mich neben dich dran, wenn du die Sachen rausholst. Die erfahrene Assistentin weiß auch, es geht mit jedem wieder von vorne los. Und diese wundervolle Aussage, ihr Vorgänger hat das so und so gemacht, hören Chefs sowieso nicht gerne. Ja, weil sie sind ja anders. Das bedeutet, da findet ganz viel wieder statt. Und der Part ist, in der Zusammenarbeit fehlen ganz häufig die Zeit für Absprachen. Weil wenn es in diesem, ich sag mal, Level von, wie geht das jetzt, keine Standardisierung gibt, dann kann ich nichts übernehmen und müsste eigentlich viele Prozesse klären. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was ich glaube, was ein Hidden Team ist. Das Thema Chef und Assistenz findet im Verborgenen statt. Ich habe heute Abend die Freude gehabt, deshalb war ich auch nicht von Anfang an da, weil ich mir eine Termindopplung reingelegt habe. Ich habe keine Assistentin, vielleicht wäre es dann anders gewesen. Ich war heute Abend auf einer Pecha-Kucha-Nacht und habe da auch über das Thema Hidden Team gesprochen. Und die Definition von, und da habe ich gefragt, da waren Chefs da, das war bei einer Sparkasse, und habe gefragt, so, wer hat denn? Und habe gefragt, sind Ihre Assistentin mit dabei? Haben sie alle den Kopf geschüttelt. Also so, diese Zusammenarbeit Chef und Assistenz findet in einem Büro statt. Die findet teilweise im Verborgenen statt. Die Assistentin erstellt Unterlagen, die der Chef nimmt und damit geht er, also ich rede von er und sie, weil die Realität zu 90-95, 98% er ist und 99,9% sie. Deshalb lasse ich die Gendersprache weg. Ja, es ist der Chef und die Assistentin. Wenn es irgendwann mal andersrum ist, ändere ich meine Sprache gerne, aber gut, das ist der derzeitige Stand. Ja, das heißt, die tauchen nicht zusammen auf. Sie hat ja auch in seinen Terminen nichts zu suchen, außer sie kommt mit und macht Protokoll. Das andere ist, wenn sie was tut, kriegt sie das Ergebnis selten mit, weil er geht raus und erzielt das Ergebnis. Das bedeutet, wenn er kein Feedback leistet, weiß sie gar nicht, was aus ihrer Vorarbeit geworden ist. Das heißt, die bräuchten vielleicht sowas wie Vertrauen und Erfahrung, haben es aber häufig nicht. Der Ansatz für mich ist zu sagen, wenn wir jetzt zum Thema Lean kommen, es muss eine Standardisierung auf der Metaebene geben. Das heißt, es geht nicht darum, wie genau soll es sein, sondern welche Themen müssen zwischen beiden geklärt sein. Und die sind dann pro Chef und pro Assistentin, und es ist immer pro Chef und nicht pro Assistentin,
wieder anders. Das heißt, ich komme und sage im Prinzip, ich glaube, das sind Themen, die Sie besprechen sollten. Dann dürfen Sie eine Wahl treffen. Und dann kommt der Part, dass ich mit Best und Bad Practice reingehe. Und dann kommt der Part, dass Sie Ihre Vereinbarung machen. Wie das geht, machen wir nachher. Jetzt machen wir so ein Stück. Was ist denn so Feld von Sekretariat oder Assistenz? Ich lasse das einfach mal wirken. Das ist ziemlich vielfältig. Das ist der Grund, warum viele Frauen in dem Job drin bleiben, weil sie mit vielen Leuten zu tun haben, weil es abwechslungsreich ist, weil der Tag nicht zu planen ist, weil fast jeder Tag anders ist. Das ist aber auch ein großer Grund für Unzufriedenheit, weil der Tag nicht zu planen ist und weil sie mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun haben. Und der Knackpunkt ist, wenn man sich das Thema anguckt, was hier alles hängt, der Einzelne, der eine Dienstleistung aus dem Sekretariat bekommt, sieht selten das Gesamte. Und es ist Dienstleistung. Das heißt, solange die Sekretärin, Assistentin ihren Job macht, fällt er bei den anderen nicht auf. Wenn irgendwas nicht gemacht ist, nicht stimmt, dann wird deutlich, ich habe das nicht gemacht. Dann sind wir bei dem Thema von vorhin, Feedback. Wir werden jetzt einfach durch die Themen durchgehen und wir gucken immer, was sind die Dinge auf der Metaebene. Das heißt, das sind die Themenfelder, die in einem Coaching, wenn die Sekretärin auf ein Seminar geht, in irgendeiner Form beleuchtet werden müssen. Und die Frage, was kommt an Antworten bei raus, ist dann von Hidden Team zu Hidden Team unterschiedlich. So, stellen Sie sich vor, Sie sind Assistentin, Sie haben den Zugriff auf Outlook oder Lotus Notes, auf den Terminkalender des Chefs und jetzt kommt jemand und sagt, ich würde Ihnen gerne sprechen, morgen früh um 7. Tja, ist er ein Frühaufsteher? Ist er um die Uhrzeit schon da? Was passiert, wenn Sie ihm um 7 die erste Besprechung reinlegt? Ja? Also, der Part ist, darf sie überhaupt Termine machen? Terminmanagement ist Lebensmanagement. Es gibt nach wie vor Vorgesetzte, die sagen, ich mache meine Termine selber. Unabhängig von der Frage, was Elektronik heute alles möglich macht. Ich selber weiß, vielleicht Sie auch, es macht einen Unterschied, ob meinen letzten Tag in der Woche von mir für einen Kundenauftrag freigegeben wird oder von meinem Büro. Wenn ich ihn freigebe, weiß ich, dass ich mit dem Kunden das letzte Fitzelchen noch geklärt habe, muss es tatsächlich diese Woche sein. Können wir nicht nächste Woche, können wir die Woche irgendwas Vorbereitendes machen und es nächste Woche auswerten. Ja? Also so, ich arbeite nach Möglichkeit nicht gerne 5 Tage am Stück. Ich hätte gerne so einen Bürotag die Woche, das ist einfach ganz nett. Es hilft so ein bisschen für Work-Life-Balance und für nicht so viel am Wochenende oder abends machen müssen. Wenn jemand anders diesen Termin vergibt, bleibt bei mir immer ein Fragezeichen übrig. Hat die Person sich bemüht, den Kunden tatsächlich irgendwie 5-mal zu fragen, sehr kundenorientiert, ob es diese Woche sein muss. Das heißt also, diese Frage, wer macht Termine, ist oft schon ein, wenn ich dann in diesen Coachings frage, ja irgendwie wir beide. Was bedeutet? Thema Standardisierung. Die Assistentin muss seinen Terminkalender immer wieder checken, hat er irgendwas reingenommen, was ich noch nicht weiß. Er checkt es nicht, weil sie sagt es ihm. Ich habe Assistentinnen, die nehmen Termine an, drucken sie in Papier aus, nehmen sie die nächste Rücksprache mit und fragen, hör mal, hier gibt es eine Terminanfrage, wie soll ich denn entscheiden? Unter Lean-Aspekten, unter Standardisierungsaspekten wäre es am einfachsten, wenn nur sie die Termine macht. Das bedeutet aber, sie braucht in irgendeiner Form Absprachen. Wann startet und wann endet ein Arbeitstag? Ich habe ein Team begleitet, wo in dem ersten Workshop er so ganz vorsichtig sagte, also wir müssten mal ansprechen und klären, wann so die ersten Termine sind. Da habe ich gefragt, warum? Das ist ja immer spannend, als Außenstehende kann man da nochmal anders fragen. Da sagt er, naja, wenn die so um 8 rum anfangen, finde ich das nicht so gut. Und ich, was heißt das denn, wenn die um 8 anfangen für Sie? Und dann sagte er, naja, dann kann ich mit meiner Familie nicht frühstücken. Und das ist die einzigste Mahlzeit mit meiner Familie. Der hatte 2 schulpflichtige Kinder. Das hatte die Sekretärin, Assistentin gefragt. Er hatte ihr allerdings, außer in meiner Anwesenheit, auch nie gesagt, dass er das nicht prickelnd findet.
als wir uns wiedergesehen haben, habe ich gefragt, und was mit den 8-Uhr-Terminen? Dann sagt er, wundervoll, viel weniger. Dann habe ich die Assistentin gefragt, was haben Sie denn gemacht? Dann hat sie gesagt, naja, weil ich wusste, was jetzt dranhängt, habe ich, wenn Terminanfragen so früh kamen, gefragt, ob Sie nicht sowieso die Woche irgendwann eine Besprechung haben und sich eine Viertelstunde vorher nachher sehen können. Ich habe gefragt, ob Sie nicht zusammen Mittagessen gehen können, ja, so nach dem Motto, ihr seid in einem Gebäude. Ich habe gefragt, ob nicht im Auto ein Telefonat stattfinden kann. Ihr Chef telefonierte gerne im Auto. Oder ob nicht die Person eine Mail schreiben kann, weil man es vielleicht per Mail beantworten kann. Das heißt also, so über dieses Mehr ist sie anders mit den Anfragen umgegangen, zu seiner Zufriedenheit. Ich kenne häufig junge Chefs, die sind von morgens bis abends in Meetings. Das ist oft in Konzernen so. Die müssen sich zeigen. Die müssen überall ihre Duftmarke hinterlassen. Und außerdem könnte es ja sein, dass da irgendwelche Karrieremöglichkeiten sind, die man nicht verpassen darf. Die haben es nicht so mit Schreibtischzeiten. Es gibt aber dann welche, die durch diese Phase durch sind, die sagen, naja, Arbeit ist nicht nur in Meetings sein, ich habe auch noch andere Dinge zu tun. Und die sagen jetzt, Assistentin, es wäre gut, wenn du mir so Schreibtischzeiten machst. Dann hält die mal 2 Stunden frei. Jetzt kommt eine Anfrage für ein Ad-Hoc-Meeting, der Chef sieht, boah, 2 Stunden, und wups, ist seine Schreibtischzeit weg. 2 Wochen später sagt er, irgendwie habe ich gar keine Schreibtischzeiten mehr. Die Frage ist, ob sie ihm dann sagt, hör mal, wenn du die entsprechend mit Ad-Hoc-Meetings belegst, was soll ich denn dann noch machen? Also so, wie gehen die damit um? Ist diese Schreibtischzeit zu lange? Ist die Ad-Hoc-Meetings-Möglichkeit? Ist sie zu kurz? Manche Chefs sagen, also halbe Stunde, da habe ich ja endlich mal Zeit, um dem Meier Hallo zu sagen und mit dem Müller zu reden und wusch, ist die halbe Stunde rum, aber sie haben nicht am Schreibtisch gesessen. Also, die Metafrage ist, wie soll es mit der Schreibtischzeit sein? Die Individualität ist, wie geht es für den einen und wie geht es für den anderen Chef? Vor- und Nachbereitung. Wenn ich in Konzernen arbeite, gibt es häufig große Meetings, wo die eigentlich nicht so gerne unvorbereitet hingehen. Das heißt, es kann sein, dass sie in so einem Coaching den Auftrag kriegt, für das und das und das Meeting brauche ich 1 Stunde Vorbereitung. Bitte leg es mir in meinen Kalender rein. Übergangszeiten. Wenn ich in Outlook, in Lotus Notes, in anderen Terminorganisationsprogrammen Termine annehme, dann habe ich damit den Anfang und die Endzeit des Termins, aber keine Wegezeit. Wenn man sich beispielsweise hier große Konzerne in Mannheim oder Ludwigshafen anguckt, die haben entsprechend Werksgelände, da kann es schon mal locker sein, dass man 1/4 Stunde, 1/2 Stunde Übergangszeit braucht. Da müsste entweder die Assistentin selber draufkommen, oder der Chef müsste ihr sagen, hör mal, ich brauche, damit wäre es ihr Job, damit hätten wir wieder mit der Metafrage Übergangszeit eine Antwort geschaffen. Wenn es um den Terminkalender geht, organisiert die Chefin einen Menschen, nicht einen Chef. Das heißt, er hat eventuell ehrenamtliche Termine. Ich stelle in solchen Coachings gerne die Frage, wie sieht es denn aus mit Ihrem Hochzeitstag? Wären Sie da gerne da oder sind Sie schon im Stadium, wo Sie gerne weg wären? Wie sieht es aus mit dem 85. Geburtstag der Schwiegermutter? Ist es gut, wenn Sie auf Geschäftsreise sind oder wären Sie gerne zu Hause? Ja? Und es begegnen mir Sekretärin, ich hatte eine bei einem Energieversorger, die sagte, mein Chef hat 2 Kinder, die waren 5 und 6 oder sowas, oder 5 und 7, der verbringt so wenig Zeit mit denen, ich weiß, wann die Geburtstag haben, da schmeiße ich ihn um 12 aus dem Büro raus. Das heißt, in das Thema Terminmanagement gehört die Frage Mensch mit rein und wenn das nicht geklärt ist, dann lässt die Assistentin 5 Szenarien in ihrem Kopf durchgehen und guckt, könnte das so sein, könnte so sein, könnte das so sein. Das heißt, sie verbringt massenweise Zeit mit irgendwelchen Szenarien, um dann mit viel Mühe und meist schlechtem Gewissen eine Entscheidung zu treffen. Da die aber nicht so unbedingt miteinander drüber reden, kriegt sie auch kein Feedback, ob sie es gut gemacht hat oder nicht. Und da Assistentinnen es eher anderen recht machen und nicht so fordernd sind, weil es oft auch zu diesem Beruf dazugehört, fragt sie ihn auch selten, hat das jetzt gepasst oder nicht. Der zweite Bereich, den wir angeguckt haben, war Mail-Management. Ein Mail, der Chef guckt, die Assistentin guckt und dann hat die Assistentin vielleicht noch eine Kollegin oder der hat 2 Teilzeitkräfte, die sich den Platz teilen. Dann haben wir schon 3 Leute, die ein Mail angeguckt haben und eventuell zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen. Der Chef sagt, kümmere ich mich jetzt nicht drum. Teilzeitkraft Nummer 1 sagt, oh, das muss ich verfolgen, macht irgendwie so eine Nachverfolgungsgeschichte dran. Teilzeitkraft Nummer 2 sagt, oh, das könnte man eigentlich dem Kollegen Meier geben, der könnte ja schon mal eine Vorarbeit machen. Für mich wäre das Thema Lead und Standard, dass irgendwie klar ist, eine Person guckt
und macht ihre Entscheidung so deutlich, dass die restlichen ein oder zwei sich nicht mehr drum kümmern müssen. Ich hatte eine Vorstandsfrau in einer Wohnbauträgerbranche, die sagte, hier laufen so viele Intrigen, ich gebe gar keinen Zugang zu meinen Mails meiner Assistentin. Ich entscheide, was ich weiterleite und ich will überhaupt nicht, dass die irgendwelche intriganten Mails bekommt und irgendwie den Tag über mit schlechten Gefühlen durch die Gegend geht, sondern ich gebe ihr die normalen Sachmails und alles andere bleibt bei mir. Das ist ja schon eine klare Vereinbarung. Also unter den Aspekten finde ich das ziemlich eindeutig. Es ist aber selten, dass es so eindeutig ist. Ich hatte einen Produktionsmenschen, der hat mit seiner Assistentin vereinbart, sie kommt morgens um 7. Das, was zu dieser Zeit noch im Posteingang ist, ist ihr Job. Bis mittags um 4. Dann ist sie nämlich gegangen. Dann, Chefs sind ja meistens länger da, war das, was jetzt noch im Posteingang war, sein Job bis am nächsten Morgen um 7. Ich finde das eine tolle, klare, eindeutige Vereinbarung. Das ist klar, Mails werden nur von einer Person in die Hand genommen. Ich denke, das reicht soweit. Es steht ja auch noch mal da vorne. Besprechungsmanagement. Wie werden Besprechungstermine vereinbart? Von den Chefs, von den Assistenten, die mühevoll in vollen Terminkalendern ein bisschen gucken müssen. Haben wir das ein wundervolle Domino-Prinzip? Oben beruft eine neue Besprechung ein, guckt überhaupt nicht, ob es Platz gibt und es macht wusch, 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 wusch. Und irgendwie unten müssen sich dann viele Assistentinnen drum kümmern, um Termine zu verlegen. Moderne Tools erlauben, dass eine Sekretärin im Terminkalender des Chefs Termine annimmt, erlauben, dass die komplette Kommunikation zu Absagen an die Assistentin geht, der Chef da gar nichts von mitkriegt. Die Frage ist, kann er loslassen? Ich habe dann teilweise Chefs, die sagen, ja, ich will ja schon noch mal gucken, wer dazu einen abgesagt hat und sich nicht auf die Assistentin verlassen. Wo passieren kurzfristige Meetings hin? Und welche Unterstützung erhalten Mitarbeiter? Wenn ich auf einer hierarchischen Höhe bin, dass ich als Chef eine Assistentin habe, habe ich auch Mitarbeiter unten drunter. Jetzt ist die Frage, welche Dienstleistung kriegen die? Es kann sein, ich habe in einem Team gearbeitet, da hieß es, die Mitarbeiter dürfen nur Terminvereinbarungen an die Assistentin des Chefs geben, wenn es mehr als 5 Leute sind oder wenn ein Externer dabei ist. Die Vereinbarung war nicht wirklich hilfreich, weil die Mitarbeiter geguckt haben, welche 5 internen müssen wir zusammenkriegen, damit dann mit Nummer 6 die Assistentin den Termin macht. Ja, also so. Sind Sie Frühaufsteher und fahren früh morgens weg oder reisen Sie lieber abends an und schlafen die Nacht im Hotel? Sind Sie jemand, der lieber im IC-Hotel oder ICE-Hotel am Bahnhof schläft, so nach dem Motto aus dem Zug raus da rein? Oder sind Sie jemand, der lieber gerne ein bisschen draußen und morgens noch mal ein bisschen joggt? Sind Sie jemand, der sagt, also Sauna muss sein? Oder sind Sie jemand, der sagt, naja, also so WLAN haben Sie mittlerweile alle, aber so Sky im Hotel wäre ganz gut. Das heißt, die Frage ist, was für ein Reisetyp ist der? Ich kenne Assistentinnen, die ein OneNote-Notizbuch zu den Reiseorganisationen, also Reisevorlieben ihres Chefs machen. Ich betreue gerade ein Team, was jetzt seit 2 Wochen zusammen ist. Die erste Reisebuchung hatte ein wundervolles Feld. Es gab nämlich die klare und deutliche Botschaft der Chefin, Automatikauto. Woher soll die Assistentin das wissen, wenn sie noch nie ein Auto für die Chefin gebucht hat? Hat sie den Job, für den Menschen die Reise zu organisieren oder nur für den Vorgesetzten? Je höher die Hierarchie, desto klarer kann es sein, dass das ein Rotarier ist, ein Lions-Club-Mitglied oder die sonstigen wundervollen männlichen, oft männlichen, mittlerweile auch gemischten Netzwerke. Das heißt, ich kenne Assistentinnen, die sind ziemlich fit, die wissen, okay, wenn er in Düsseldorf ist, mag er diesen Rotarier-Club, also gucke ich schon mal, ob die da ist und sage ihm, hör mal, da ist übrigens an dem Abend eine Rotarier-Versammlung. Ich habe selber als Assistentin gearbeitet, lange schon her, für einen Vorstandsvorsitzenden. Heute ist es ein DAX-Unternehmen, damals war es ein großer Mittelständler. Der Mensch hat Teppiche gesammelt.
Das heißt, unser Job weltweit. Das heißt, unser Job war zu gucken, wenn er weltweit unterwegs war, und das war ein internationaler Konzern, also war er auch weltweit unterwegs, ist da irgendeiner, das klingt jetzt sehr blöd, aber ist da irgendeiner seiner Teppichhändler in der Nähe? Müssen wir irgendwie nochmal was vereinbaren, gucken? Oder ist da gerade irgendwo eine Teppichausstellung oder Teppichmesse? Ich kenne Assistenten, die arbeiten für Classic Freaks. Das heißt, deren Job bei der Reiseorganisation bedeutet, wo ist da ein Konzert, wo spielt gerade wer und kriege ich noch Karten? Auf höheren Hierarchien reist der Chef, und auch wenn Elektronik mittlerweile toll ist, geht der Reiseplan. Ich habe gerade wieder jemand als Chef, der sagt, kann ich den bitte nicht trotzdem in Papier haben? Es ist alles elektronisch hinterlegt, aber wäre schön, wenn ich, und dann sagt dir die Assistentin, aber, ja, und dann sagt sie, ich will das Papier einfach hier haben. Dann sagt sie, aber wenn Sie das zusammengefaltet haben, dann kommen Sie da auch nicht so schnell ran. Trotzdem, bitte, ich hätte gerne mein Papier. Ja, also ist gut. Und dann gibt es Situationen, wo dieses Papier noch an die Frau geht, damit die Frau weiß, wo der Mann ist. Chefs haben Besucher. Was ist der Job der Assistentin? Beginnt der Besuch, wenn der Besucher an der Tür steht, an der Werkspforte, oder beginnt der Besuch schon vorher? Hat sie die Rolle Gastgeberin, also nicht Hausfrau, sondern Gastgeberin? Wer macht Beziehungspflege? Sie holt den oder die am Werkstor ab, erfährt Smalltalk-mäßig, da wird gerade der Sohn eingeschult. Oder keine Ahnung, Tochter heiratet. Ist das etwas, was firmenmäßig relevant ist? Nein. Aber beim nächsten Mal den Chef fragen lassen zu können, wie waren die Hochzeitsfeier? Oder und wie macht er sich denn in der Schule? Der Part ist, sie ist Bestandteil. Teilweise weiß sie es nicht und teilweise sagt es der Chef nicht. Interkulturell. Südamerikaner für morgens 8 Uhr auf ein Meeting einzuladen, kommt nicht wirklich gut, unabhängig von der Frage Jetlag. Die Frage Essensgewohnheiten, ja, zu wissen, dass jemand Jude ist und dann vielleicht entsprechendes Essen zu haben. Ich habe eine Gluten- und Kuhmilchunverträglichkeit. Ich freue mich tierisch, wenn die Assistentin das, also ich gehe nicht durch die Gegend leidend, aber wenn sie das mitgekriegt hat und mir nächstes Mal keine Kekse mehr hinstellt. Ich kann sie ja sowieso nicht essen. Die muss mir keine glutenfreien Kekse kaufen, die schmecken sowieso nicht alle. Ja, aber so, das macht was mit Wertschätzung. Und da hat sie einen Job mit dabei. Die Frage ist, wie viele Absprachen haben die beiden getroffen und wie sehr hört er auf sie? Sachbearbeitung im mittleren Management gehört eigentlich für alle Assistenten. Es ist kein reiner Sekretariatsplatz, sondern es ist ein Mischarbeitsplatz. Bedeutet, die machen Chefentlastung und Zuarbeit und kümmern sich dann noch um Personalstatistiken, Personalverwaltung, irgendwelche Vertriebsauswertungen. Das ist für Assistenten ziemlich heftig, weil die Zuarbeit läuft. Assistentin, ich brauche jetzt. Hör mal, morgen ist eine Sitzung, ich brauche noch 20 Folien. Du, übermorgen muss ich da und dahin, krieg irgendwie hin, dass ich noch einen Billigflug krieg. Die Sachbearbeitung bedeutet, zum 15. eines Monats muss eine bestimmte Auswertung fertig sein. Die Sachbearbeitung sieht niemand außer der Assistentin. Und alles, was kurzfristig reinkommt, hat mit Menschen zu tun und nicht mit der Sachbearbeitung. Das fange ich dann in Seminaren auf mit der Frage, wie kann ich mich organisieren, dass beides irgendwie geht. Ich glaube, ich kenne keine Assistentin, die nicht irgendwo mit Projekten zu tun hat. Der Part ist, unter dem Aspekt Standardisierung, sie müsste sich erstmal darüber klar werden, welche Rolle sie hat. Ist sie Projektassistentin? Für das Projekt, für den Projektleiter. Ist sie Teammitglied? Macht sie Chefentlastung für das Teammitglied? Ist sie Chefentlastung für den Projektleiter oder ist sie selber Projektleiterin? Je nachdem, was bei dieser Metafrage, in welcher Rolle bist du, rauskommt, ist ihr Job unterschiedlich.
Und je nach Projektmanagementverständnis im Unternehmen kann das super standardisiert sein. Ich habe tatsächlich ein paar Kunden, die haben ein Projektmanagement-Handbuch, wo beschrieben ist, was ist ein A-Projekt, was ist ein B-Projekt, was ist ein C-Projekt, wo wird ein A-Projekt aufgehängt, wo wird ein B-Projekt aufgehängt, wer darf ein C-Projekt auflegen. Das sind aber bestimmt nicht 80%. Das sind wesentlich weniger. Das würde es einer Sekretärin, Assistentin viel leichter machen. Das, was ich tue, ich stelle Ihnen einfach ein Werkzeug vor, das läuft bei 2 Kunden, nennt sich Checkup Office Team. Ich könnte auch sagen Lean für das Hidden Team, wäre vielleicht bei dem einen oder anderen Kunden auch nochmal eine Möglichkeit, es viel besser zu platzieren. Es erfolgt eine Ziel- und Auftragsklärung mit Chef und Assistentin. Die kriegen im Prinzip das, was wir eben durchgegangen haben, die Felder hingelegt und es wird gefragt, in welchem Feld müssen wir denn arbeiten? Wo sind ihre Themen? Dann haben die 2 halbtägige Workshops mit Umsetzungszeit dazwischen. Zum ersten Workshop gibt es einen Maßnahmenplan, dann arbeiten die den ab. Nach 1,5, 2, 3 Monaten sehen wir uns wieder und die Frage, wie lange, hängt davon ab, was sie an Maßnahmen vereinbart haben. Und für mich ist das völlig Spannende, wenn wir dann tatsächlich im ersten Workshop sitzen, lehne ich mich zurück und sage, eigentlich brauchen Sie mich gar nicht. Dann kriegen die 2 große Augen. Dann sage ich, wenn Sie sich überlegen, was Sie an Ideen, an Feedback die ganze Zeit schon sowieso in Ihrem Kopf hatten, aber nie Zeit gefunden haben, miteinander zu reden, bin ich eigentlich nur dafür da, die Workshops dauern 4 Stunden, dass Sie sich mal 4 Stunden Zeit nehmen ohne Tagesgeschäft. Dann passiert bei den beiden eine Erleichterung, plötzlich geht's los und dann sagt die Assistentin, wir sollten mal reden über, und der Chef sagt, ja, ich hatte auch drüber nachgedacht, wäre gut, wenn wir mal dahin gucken. Das heißt, im Prinzip wissen die genau, was sie zu tun haben. Der Knackpunkt ist nur, dass die Assistentin die Zeit nicht einfordert und der Chef nicht drauf kommt, dass es nötig wäre, sie ihr zu geben. Was ich total spannend finde, ist, dass dann teilweise auch Beziehungsthemen auftauchen. Die sind vielleicht gar nicht lean-fähig. Ich hatte eine Konstellation, die ist sehr selten, da ist er Lerche und sie ist Eule. Normalerweise ist es andersrum. Das heißt, er kommt morgens um 6:30, sie kam zu diesem Zeitpunkt um 8:30. Und er sagte dann, also es wäre schon gut, wenn wir morgens mehr arbeiten könnten. Und sie sagte, was heißt das? Ja, ich bin ja schon um 6 da. Und dann sagt sie, ja. Dafür bin ich abends auch länger da als die anderen Assistentinnen. Und es wurde deutlich, dass er das Gefühl hatte, dass er morgens nicht betreut ist, aber die Zeit, die sie abends länger da angenommen hat, als das gehört dazu. Als Coach, und ich habe definitiv auch eine Coach-Ausbildung, geht man dann natürlich entweder mit so ein bisschen rein oder mit so ganz zarten Fingerspitzen. Und ich habe ihm dann gesagt, wissen Sie, und die waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ein halbes Jahr zusammen, also arbeitsmäßig zusammen. Ich habe dem gesagt, wissen Sie, Sie müssen sich jetzt überlegen, was ist Ihnen wichtig? Wenn Sie morgens um 6:30 eine Assistentin haben wollen, sie hatte vorher schon gesagt, ich kann das nicht. Ich bin so Lerche, wenn ich wirklich um 6 da wäre, ich bin nicht arbeitsfähig. Entweder Sie sagen für sich, ich will morgens um 6:30 Assistenzzeit haben, dann müssen Sie sich eine andere Assistentin suchen. Oder Sie sagen, die Zeit abends ist ja auch gut. Und das Spannende war, sie fing an, naja, die Auszubildende ist ja da und ich könnte ja eine halbe Stunde früher kommen. Und dann haben sie festgestellt, dass seine Sitzung meist so gegen 8:30 anfangen und dass er sie im Prinzip gerne einfach vorher gesehen hätte. So nach dem Motto, wo ist mein Mäppchen? Und das Mäppchen war immer da, weil das hat sie ihm abends fertig gemacht, aber es konnte nicht persönlich übergeben werden. Ich habe sie beim zweiten Workshop dann wieder gesehen, das war ein Thema vom ersten. Und dann sagte sie, ja, ich komme tatsächlich jetzt gegen 8:30 statt 8:30. Und er sagte, naja, und wenn ich was Wichtiges habe, dann ist ja die Kollegin oder die Auszubildende da, die hat ein Doppelsekretariat, und dann werde ich das los. Und es ist ja schon schön, wenn sie abends um 5 noch da ist, wenn ich aus meiner Besprechung komme. Das heißt, dieses Coaching, was schon einen Standardisierungsansatz hat, hat oft auch Beziehungsarbeit. Das Netteste, was ich hatte, waren 2, die sich im Leid gefunden hatten.
Umorganisation, Arbeiten an einen anderen Standort verlegt, sie will nicht mitziehen, muss jetzt gucken, größere Organisation, wo komme ich unter? Er hatte schon 3 Sekretärinnen verschlissen, das heißt innerhalb von einem halben Jahr gewechselt und die klare Aussage von seinem Vorgesetzten, eine kriegst du noch und wenn die auch geht, war's das. Das heißt, die 2 sitzen vor mir und ich meine, so als Coach hat man immer so ein bisschen Bauchgefühl und ich habe so gefragt, was finden Sie, wie sind Sie denn zueinander gekommen? Dann haben die mir diese Geschichte erzählt, also ein bisschen anders verpackt, ja, und dann habe ich gesagt, verstehe ich das richtig? Sie haben sich gefunden, weil es nichts Besseres gab. Haben wir geguckt. Sie haben nicht wirklich zugestimmt. Wir haben daran gearbeitet, was ihre Beziehungsthemen sind. Also er war Choleriker und hat rumgebrüllt und war perfektionistisch und hat immer Fehler gesucht. Sie hat versucht, ihn zu erziehen und immer zu sagen, war ich doch gar nicht. Also im Prinzip, die haben sich fürchterlich in ihrer Beziehung abgearbeitet, aber sachlich zusammengearbeitet war da nicht so sehr viel. Und dann haben wir geguckt, was sind ihre Beziehungsthemen. Und danach haben wir die Sachthemen gesammelt. Und ich habe ihnen halt zum Ende des Workshops gesagt, wissen Sie, wir können an den Sachthemen arbeiten, aber solange ihre Beziehungsthemen so bleiben, wie sie sind, Thema nicht standardisierbar, dann wird sich an den Sachthemen nichts ändern. Dann ist dieses Coaching oder dieser Check-up-Office-Team auch nicht erfolgreich. Sie hat irgendwann festgestellt, also wir hatten dann den 2. Workshop so aufgeteilt, dass ich einen Teil mit der Assistentin alleine gearbeitet habe und sie hat bei diesem Alleinearbeiten festgestellt, ich muss ja eigentlich gar nicht bis zur Rente arbeiten, die war irgendwie Mitte 50. Und sagte dann, wissen Sie was, Frau Maurer? Ich könnte ja auch einfach noch 2-3 Jahre arbeiten, dann soll der sich hier rumrackern und dann gehe ich und lasse ihn alleine. Damit hatte sie für sich die Freiheit gefunden, ihn auszuhalten, aufzuhören, ihn verändern zu wollen und es kehrte einfach ein Stück mehr Ruhe ein. Und er hatte für sich ein Stück klarer, wenn ich weiter rumbrülle und rumschreie und jeden Fehler bei ihr suche, dann kommt das, was mein Vorgesetzter gesagt hat, es ist die letzte. Soweit ich weiß, sind sie noch zusammen, also arbeitsmäßig zusammen, aber die 3 Jahre von ihr sind auch noch nicht rum. Ich werde aber wahrscheinlich leider nicht mitkriegen, ob sie ihn tatsächlich nach 3 Jahren verlässt. Ich habe mal so eine Folie mitgebracht mit Lean-Ansatz für das Hidden Team. Auch wenn ich keine Lean-Fachfrau bin, ist für mich Lean eine Frage von Standards. Damit ich nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen muss. Damit ich als Assistentin nicht jedes Mal überlegen muss, wie soll die Besprechung aussehen, was für ein Catering wollen sie haben, wie will er den Termin haben. Meine Erfahrung an der Stelle mit dem Hidden Team ist eine Standardisierung im klassischen Sinne, Eingangsgeschichte der Werksleiter mit seiner Produktion, funktioniert in diesem Team nicht, weil die Chefs sich nicht darauf einlassen und teilweise auch die Assistentin nicht. Das heißt, ich brauche eine Standardisierung auf der Metaebene. Die Fragen, im Prinzip die wir jetzt so gemacht haben in allen Bereichen, sind sowas wie ein Leitfaden. Die Antworten unterscheiden sich. Das heißt, die Standardisierung beginnt mit dem nächsten Chef wieder neu. Nicht so sehr mit der nächsten Assistentin, aber mit dem nächsten Chef. Und das bedeutet, die kriegen ein Stück mehr Übung. Okay, das haben wir zu klären, aber der Klärungsbedarf ist immer noch da. Das ist die vorletzte Folie und die letzten Fragen. Müssten Chefs in der Führungskräfteentwicklung für das Thema Lean mit ihrer Assistentin sensibilisiert werden? Sitzen hier zukünftige Chefs? Sitzen hier welche, die eine Führungskräfteentwicklung durchlaufen haben? Okay, war da das Thema, wie arbeite ich mit meiner Assistentin zusammen dabei? Ja. Also ich glaube, ich kenne gar keine Führungskräfteentwicklung, wo es dabei ist. Wäre es hilfreich gewesen, so ein bisschen Leitfaden zu kriegen mit, wenn ich mal eine habe oder mit meiner ersten, sollte ich die Themen klären? Ja. Ich habe mich in der Vorbereitung auf heute gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus? Sind in den Lean-Prozessen die Hidden Teams mit dabei? Die Geschichte vom Anfang, wenn der Werksleiter in seiner Produktion Lean einführt und Frage an die Lean-Experten da unten, ist dann auch klar, dass das auch für ihn gilt und für die Zusammenarbeit mit seiner Assistentin? Wird es gemacht, ich sehe hier ein Nicken, wird es gemacht, dahin zu gucken? Genau. Also mein Alltag ist, vielleicht ist es klar, aber auf der anderen Seite, wenn es gemacht werden würde, hätte ich weniger zu tun. Also insofern freue ich mich, dass es an der Stelle vielleicht nicht so getan wird.
Und eine Frage an die Lean-Experten da unten ist, wie können einfach in den Standardisierungsprozessen Chefs mit gutem Beispiel vorangehen und die Zusammenarbeit mit ihrer Assistentin entsprechend gestalten? Und das wäre sowas, was ich gerne mit auf den Weg geben würde für Ihre Themen. A, Assistentinnen sind super Multiplikatoren. Die sind vernetzt ohne Ende, weil sie ohne Netzwerk ihren Job nicht machen können. Und ich erlebe häufig, wenn ich dann mit meinem Sekretariatsarbeit, mit Arbeiten für die Assistenz reingehe, dass die wenig integriert sind in die Themen und dass diese Erkenntnis, das sind Multiplikatoren, wenig genutzt wird. Die organisieren zwar die ganzen Besprechungen und Meetings und Workshops und machen ganz wundervoll die Folien, aber das ist es dann auch. Ich hoffe, Sie machen es anders. Und das ist dann die letzte Folie. Ich danke fürs Zuhören, für das Einlassen in dieses ungewöhnliche Format. Wir haben 20 nach 11, also ich finde, das ist so eine Zeit, wo man, glaube ich, üblicherweise vielleicht noch vorm Fernseher sitzt, aber nicht mehr in einem Theater und hört hier vorne jemand zu. Und wer jetzt festgestellt hat, boah, die weiß ja einiges zu Hidden Team, ich kann einfach an der Stelle sagen, ich bin käuflich. Wer sagt, ich hätte gerne Unterstützung, da sind entsprechend die Kontaktdaten. Ich habe nochmal mit reingenommen, dieses www.hiddenteam.de ist keine Webseite, sondern ist ein Blog. Das heißt, dort veröffentliche ich in unregelmäßigen Abständen aus Chef- und Assistenzsicht für das Hidden Team Beiträge. Da sind dann beispielsweise Themen drin, wie arbeite ich für ein Alpha-Tier oder Geschichten wie ist meine Kollegin eine Freundin. Ich freue mich über Besucher auf dem Blog. Ansonsten glaube ich, Ralf, muss ich jetzt noch reden bis um 15:45 oder weil ich früher angefangen habe, darf ich früher fertig sein? 23:45. Ja, weil die letzte Viertelstunde machst du, glaube ich. Okay, nein. Christine. Ja. Danke. Danke dir. Wir müssen mal. Ja. Also wir haben so im Schnitt irgendwie, glaube 30, 40 Livestream. Zuschauer, okay. Den müssen wir jetzt mal winken. Okay. Tschüss, bis morgen früh. Um 6.45 Uhr geht's los, ihr Nerds da draußen, oder wie ihr heißt. Okay. Schlaft gut. Leute, ihr seid noch nicht entlassen. wir haben nämlich noch einen Vortrag, also gerade Quatsch. Nee. Also draußen stehen noch irgendwie Brötchen, die sind zwar irgendwie so matschig oder so, aber deswegen schenken wir sie euch. Also bedient euch, was ihr draußen am Essen ist, bedient euch, wenn ihr noch Hunger habt. Ne? Wenn nicht, packt es ein. Wir haben das total unterschätzt, überschätzt, ich weiß gar nicht was. Auf jeden Fall haben wir irgendwie 100 Brötchen haben wir irgendwie in eine Kiste hinein, weil ihr sie nicht gegessen habt. Und damit habt ihr auch was Klasse gemacht. Wir haben die 100 Brötchen jemandem gegeben, der Obdachlose versorgt. Und ich glaube, da haben wir auch was Gutes gemacht. Insofern, hat es auch was gebracht. Es geht morgen los um 6 Uhr. Jetzt mal wirklich ernsthaft. Leute, denkt dran, so ein bisschen Schlaf brauche ich auch. Ne? Jetzt mal ernsthaft. Wer ist morgen um 6 Uhr, sagen wir mal 30, 45 da? Okay, alles klar. Okay. Gut, ihr habt sie nicht alle, aber okay. Okay, ja, ich meine, wenn man so scheiß Ideen hat, dann muss man das auch irgendwie ausbaden. Okay, pass auf, die meisten von euch haben eine Mail bekommen. Wir haben morgen nochmal einen Vortrag geswitcht. Und zwar ist angekündigt um 8.15 Uhr die Simone Gerwes. Und um 10 Uhr der Götz Müller. Und die zwei haben getauscht. Das heißt, das Thema NLP in der Praxis, Lean-Praxis, gibt es um 8.15 Uhr. Doch. Wegen dir könnten wir so machen, dass wir das auf 6.45 Uhr legen. Ja, genau. Ja, da sitzt er, da hinten, der mit der vielen Haare auf dem Kopf. Der ist da, ist er. Der Götz macht der Handzeichen. So, das ist er. Ja. Der hat getauscht. Ne? So, ich habe ihm gesagt, dass du erst um 10 Uhr kommen willst. Ne?
So, also das ist nochmal das Ding. Und ansonsten alles gut. Leute, bis morgen früh. Kommt gut nach Hause. Ihr seid saustark, ehrlich.